Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin vom Gendarmenmarkt und mein Gast heute ist wieder am Gendarmenmarkt, Claudia Kempfert. Ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie auch. Nach dem letzten Gespräch, ja, da hatten Sie mir einige Fragen beantwortet zur Energiewende und ich habe mich jetzt länger mit der Energiewende beschäftigt, aber heute geht es mir eigentlich gar nicht richtig um die Energiewende, sondern um die Diskussion und den Umgang mit der Energiewende. Wie drücke ich das aus? Man geht so durchs Land und alle reden jetzt drüber. Das ist Thema. Weiß denn eigentlich noch irgendjemand, worum es geht? Also ich habe den Eindruck, es herrscht mehr Verwirrung als vorher, weil jeder unter dem Thema Energiewende was anderes versteht. Jeder hat auch unterschiedliche Einstellungen dazu. Entweder ist man dafür oder dagegen. Und es gibt auch viele Sorgen bei vielen Bürgern, die gar nicht so richtig beantwortet werden. Also auch viele Mythen, die aufgebaut werden. Alle Themen, die im Moment durch die Medien geistern, ob es Strompreise sind, Netze, alles wird unter dem Deckmantel der Energiewende beleuchtet. Und das hat teilweise mit der Energiewende nicht wirklich was zu tun. Und da muss man schon deutlich sagen, also das ist ein bisschen schade. Es liegt aber auch daran, dass niemand richtig erklärt, worum es eigentlich geht. Bevor wir dahin kommen, ich habe so im Moment das Gefühl, dass dieses so extrem wichtige Thema verloren wird. Also dass wir kollektiv mit gutem Willen das Thema verlieren, also wie eine Insolvenzverschleppung. Also, verstehen Sie, wie ich das meine? Ja, also Insolvenzverschleppung verstehe ich gut, weil einerseits will man das ja nicht, dass man insolvent wird, also man möchte ja einen guten Weg gehen, aber wenn man weiß, und deswegen Insolvenzverschleppung finde ich eher beim großen Thema Klimawandel passend, wenn man weiß, da kommt was Schlimmes auf uns zu und wir müssen was verändern, versucht man es hinauszuzögern. Und das Thema Energiewende ist ja etwas, was durchaus positiv vonstatten gehen soll. Man muss nur auch wichtige Schritte gehen. Aber der Klimawandel oder jetzt auch die Klimaverhandlungen in Doha sind ja alles andere als ermutigend. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass man nicht wirklich einen Weg findet, wie man den Klimawandel aufhalten will. Und da passt das der Vergleich Insolvenzverschleppung sehr gut. Es gibt ja so Menschen, die haben einfache Antworten. Die sind angenehm, so wie Felix Finkbeiner, der sagt, ich pflanze jetzt Bäume überall hin. Da erschließt sich ein so ein grundsätzlich richtiger Weg, der so einfach ist. Wieso ist der Rest so kompliziert zu verstehen? Ja, also erstmal finde ich das ja auch gut, dass man herangeht und sagt, jeder kann was tun, das finde ich auch toll und jeder kann auch einen Baum pflanzen, das ist auch eine schöne Idee und jeder weiß, was er machen muss. Ja, ist ja einfach, man kann einen Baum pflanzen. Das ganze Thema Energiewende oder Klimawandel ist irrsinnig komplex. Es ist ein Riesenthema, erstmal schwer zu verstehen und dann zum anderen auch noch, was kann ich überhaupt tun? Also jeder bekommt ja unterschiedliche Informationen. Dem einen wird gesagt, naja, wenn du hier einen Baum pflanzt, das nützt überhaupt nichts, weil in China jede Woche 3 Kohlekraftwerke ans Netz gehen. Oder dem anderen wird gesagt, ja, alles fein, wenn du einen Baum gepflanzt hast, dann haben wir das Problem gelöst. Und das stimmt ja beides nicht. Insofern ist es halt wirklich ein sehr kompliziertes Thema, auch ein nicht ganz leicht zu lösen. Und ich glaube, dass darin auch die Schwierigkeit liegt, dass man so viel erklären muss, dass es keine einfachen Antworten gibt. Aber dass man dennoch Mut schöpfen kann und auch positive Nachrichten verbreiten kann, weil jeder was tun kann. Wenn ich mir so eine Fernsehdiskussion angucke und letztens gab es so eine, da waren Sie als Expertin geladen im Publikum. Und ich dachte mir danach, dafür ist sie da hingegangen, für die Fragen, die sie da beantwortet hat, um dieser, ich sag jetzt fast hart, dieser Farce beizuwohnen. Ärgert sie das nicht? Also diese Fernsehsendungen, die es ja gibt, sind häufig dazu da, dass jeder seine paar Minuten, die er da hat, möglichst polemisch ausschöpft und dann möglichst noch mit dem besten Einspielfilm, um den Zuschauern irgendwas glaubhaft zu machen, was vielleicht gar nicht so stattfindet. Die wirkliche Information wird in einer solchen Sendung nicht transportiert und das ist ein bisschen schade, weil ich denke, genau wie Sie, und ich habe hinterher sehr viele Zuschriften bekommen, dass viele gesagt haben, ich hätte gern mehr von der Expertin gehört, weil ich wirklich gern mal verstanden hätte, worum es eigentlich ging. Das ist natürlich schon ein bisschen schade, finde ich. Aber auf der anderen Seite, öffentlich-rechtliche Medien können teilweise diesen Anspruch erfüllen. Ja, sie nutzen das auch, im Radio geht es gut. In den Fernsehsendungen wird es immer schwieriger, weil es immer mehr Talksendungen gibt und man offensichtlich Zuschauer irgendwie entertainen muss, was auch immer das bedeutet. Und das heißt einfach
dann auch eine kontroverse Diskussion, obwohl ich persönlich das auch anders empfinde. Also letzte Woche hat Deutschlandradio Kultur eine Veranstaltung gemacht in Dresden in der Frauenkirche. Und da ist der Altmaier gekommen und einige andere. Und da waren, die Frauenkirche war voll und über Stunden ging es um Energie und Konsum, all diese Dinge. Also ich glaube, es gibt momentan eine große Bereitschaft auch in der Bevölkerung. Ergo die Frage, haben Sie für mich ein paar Antworten, wie sie Felix Finkbeiner geben würde? Worauf können wir uns eigentlich im Kern konzentrieren, wo wir einfach sagen können, da ist irgendwie, das ist so ein Leitfaden, an dem wir uns halten können und diese Nebendiskussionen sind nicht so wichtig. Also ich erlebe das genauso wie Sie, auch in vielen meiner Vorträge oder auch Veranstaltungen, wo ich auch da bin und Vorträge halte beispielsweise, dass es ganz viele Menschen interessiert. Die kommen, die engagieren sich, sie wollen verstehen, sie wollen sich daran beteiligen. Das erlebe ich genauso. Insofern glaube ich einfach auch, dass auch viele Medien, die jetzt bestimmte Sendungen machen, nicht mehr so ganz im Blick haben, was die Menschen eigentlich wollen. Das ist das eine. Das andere ist, einfache Antworten gibt es natürlich immer. Auch, dass man Menschen ermutigen kann, was zu tun, also als ein Baum pflanzen, sich einfach auch bewusst machen. Allein die Information darüber, dass man sich informiert, was passiert da, wie funktioniert das Klimasystem, was kann ich auch dazu beitragen und auch entlarven. Viele Diskussionen sind ja nicht wirklich ehrlich. Und dass man das auch kritisch begleitet, ich glaube, das kann jeder auch tun. Was ist eine verlogene Diskussion zum Beispiel? Verlogene Diskussion ist zum Beispiel, indem man sagt, Strompreisexplosionen liegen nur an der Energiewende beispielsweise oder nur an den erneuerbaren Energien. Heute schlage ich die Zeitung auf, steht drin, die Netze sind unsicher, liegt nur an den erneuerbaren Energien. Dann lese ich vor ein paar Tagen, es drohen Blackouts, liegt nur an den erneuerbaren Energien. Das ist nicht ehrlich. Und das ist das Problem, dass im Moment viel behauptet wird. Und das ist ja auch einfach, indem niemand das korrigiert und sagt und auch mal sagt, das stimmt so nicht, kann natürlich jeder alles Mögliche behaupten. Und wenn ich Energiekonzern wäre, würde ich das auch so tun. Aber da muss auch mal jemand kommen und sagen, das ist so nicht ganz wahr und das ist auch nicht ehrlich. Wem nützt das, die verlogene Diskussion? Naja, es nützt vielen. Also es ist ja ganz unterschiedlich geschachtelt, diese gesamte Diskussion. Also zum Beispiel Strompreisexplosionen nutzen natürlich den Energiekonzern, die dann auch ihre Preise erhöhen und behaupten, das liegt jetzt nur an den erneuerbaren Energien. Indem man bestimmte Nebelbomben wirft, auch gar nicht erklärt, worum es geht, hilft das natürlich auch Politikern, die nicht wirklich Antworten geben müssen, die auch nichts erklären müssen. Das ist auch sehr einfach. Oder indem man einfach auch Mythen aufbaut, nützt es letztendlich Wirtschaftsinteressen, die lobbyistisch getrieben sind. Das will ich gar nicht negativ bewerten. Das gibt es immer und soll es auch geben. Nur muss man am Ende jemanden haben, der mal erklärt, was heißt das jetzt eigentlich? Und die Menschen werden mehr und mehr verwirrt. Sie werden verunsichert, auch absichtlich. Und das nützt natürlich am Ende niemandem. Nach Ihrem Gefühl, wer hat im Moment die Deutungshoheit über dieses Thema in Deutschland? Ganz schwer zu sagen. Also jeder beansprucht die Deutungshoheit für sich. Die Politiker sagen, wir haben das Thema, wir haben es im Griff, wir tun alles. Aber gibt es da eine Person? Also nein, eine Person würde ich nicht sagen, sondern im Moment ist eher mein Eindruck, dadurch, dass die Politik nicht so gut erklärt, dadurch, dass sie auch alles laufen lässt, wie es läuft, haben natürlich die Lobbyisten unterschiedlichster Couleur. Jetzt nicht nur ein Lobbyist oder die Lobbyisten von großen vier Konzernen, sondern alle im Moment die Deutungshoheit nutzen es auch geschickt, auch medial, behaupten alles Mögliche und der Konsument, der Verbraucher, der Zuschauer ist mehr und mehr verwirrt. Soll das auch dem dienen, also dass der Konsument verwirrt sein soll? Das ist mein Eindruck, ja. Also in dem Moment, wo sie den Menschen nicht wirklich erklären, worum es geht, glauben sie es auch. Und ich merke es auch im privaten Bekanntenkreis, dass dann ich schon begrüßt werde mit dem Hinweis, siehst du, die erneuerbaren Energien können gar nicht bezahlt werden. Wo ich dann sage, das stimmt eben nicht. Man muss sehr viel erklären, um da wieder hinzukommen, wo man mal eine Diskussion gestartet hat, als es vernünftig und ehrlich geführt wurde. Und das hat sich wirklich verändert. Weg von der Deutungshoheit gehen wir mal lösungsorientiert rein. Wer hat denn im Moment die größte Gestaltungshoheit? Ja, gestalten können im Prinzip eigentlich alle. Es können Politiker positiv gestalten. Sie könnten es auch positiv verkaufen, was sie tun, wenn sie was tun. Es könnten, die Menschen können gestalten. Und interessanterweise ist es ja so, dass die Energiewende von unten
viel, viel eher zustande kommt. Die Menschen engagieren sich, es gibt Energiegenossenschaften, sie schließen sich zusammen, sie tun etwas, sie wollen auch was tun. Da passiert sehr, sehr viel. Und auf der Energiewende von oben Seite, sage ich mal, also das, wo das gesteuert werden muss, da passiert nicht wirklich viel. Also insofern ist es schon interessant zu sehen, dass tatsächlich auch Menschen, wenn sie was verstanden haben, auch umsetzen wollen, unglaublich viele Möglichkeiten haben. Und das passiert eben auch. Steht die Kanzlerin und der Umweltminister dem Ganzen eher im Weg oder sind die eher befördernd für die Diskussion? Na, ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Sie stehen nicht im Weg, aber im Moment ist es auch nicht wirklich so, dass sie sich das auf die Fahnen schreiben und sagen, wir wollen das jetzt, wir sehen positive Erfolge, sondern doch eher viele skeptische Töne haben, die sie wohl offensichtlich auch so wahrnehmen, aber die man leicht ausräumen könnte und das auch zum Beispiel jetzt bei den Klimaverhandlungen auch international verkaufen könnte. Die Energiewende ist eine Erfolgsgeschichte, es ist ein Erfolgsprojekt und Deutschland geht es ein und kann sich auch darstellen in der Welt mit all den Erfolgen, die es hat. Aber da werden doch immer sehr häufig sehr kritische Töne angeführt, was ich nicht so ganz verstehe, weil im Grunde genommen könnte man es auch positiv verkaufen. Was würden Sie denn machen als Umweltministerin jetzt? Naja, also im Prinzip kann man im Moment nicht allzu viel mehr tun, außer dass man die Hebel in Bewegung setzt. Und das Problem ist ja einfach auch, dass man erstmal informieren muss, dass man verschiedene Themen angehen muss, umsetzen muss, aber dass man als Umweltminister ja gar nicht die Verantwortung hat für die Energiewende. Es wird behauptet, aber dem ist ja nicht so. Der Wirtschaftsminister behauptet, er ist der Energieminister. Und da gibt es noch viele andere Ministerien, die auch alle behaupten, sie sind mit der Energiewende betroffen. Herr Rösler ist der eigentliche Energieminister, so sieht er sich und das haben auch alle Vorgänger von ihm so gesehen. Dann gibt es noch Verkehrsminister, also Bauministerium, es gibt viele, viele andere Ministerien, die sich auch alle damit beschäftigen und das ist auch das eigentliche Problem. Also Sie haben als Umweltminister, ich denke, es ist eine schwierige Aufgabe, aber sind Sie verantwortlich für erneuerbare Energien und für Atom? Das war es aber auch. Meine Hoffnung wird jetzt nicht größer dadurch, dass es... Also solange man das nicht ändert, das ist meine Antwort darauf, solange man das nicht ändert und auch die Streitigkeiten so zulässt und immer sagt, einigt euch mal irgendwann, ist es so, wie es jetzt ist. Sehen Sie denn eine Veränderung irgendwann in den nächsten 12 Monaten in dem Thema? Also da wird es jetzt Wahlkampf geben und die nächsten 12 Monate werden gespickt sein von allen Problemen, die wir heute schon jetzt besprochen haben, nämlich mit allen Mythen, die immer wieder nach oben gezogen werden. Die Gegner der Energiewende schießen scharf, die Befürworter sind da, viele Lobbyisten äußern sich, die Politiker versuchen einigermaßen das zu retten, was noch zu retten ist. Also das wird jetzt im Wahlkampfjahr im nächsten Jahr nochmal richtig heiß hergehen. Was im nächsten Jahr auch stattfindet, ist im März. Der macht Geld, den Energiekongress in Köthen und Sie sind da auch dabei als Referentin. Machen denn diese, also für mich machen sie natürlich Sinn, aber machen sie wirklich grundsätzlich Sinn, dass wir jetzt breit überall in Deutschland, dass wir die verschiedenen Kräfte auch interdisziplinär zusammenbringen? Was liegen da für Chancen? Ja, riesige Chancen. Also deswegen komme ich ja auch gern, weil ich glaube, dass das Thema reif ist, dass man es von allen Seiten angucken muss und dass man gerade nach der Finanzkrise noch viel mehr auch entdeckt hat, plötzlich, dass man eben auch Probleme hat, auch im Finanzsystem. Das haben wir im Energiesystem genauso und im Klimasystem. Und deswegen ist es schön, das sich von verschiedenen Seiten anzuschauen, auch verschiedene Facetten reinzubringen. Und da ist dieser Ansatz sehr, sehr gut. Und man sieht ja auch, dass die Nachfrage extrem groß ist, was man auch auf vielen anderen Wirtschaftstagungen sieht, die sich nur noch mit klassischen Themen beschäftigen, wo die Nachfrage eben nicht mehr so groß ist, weil man sagt, das hat sich, glaube ich, ein bisschen überholt, wir würden uns über neue Ansätze freuen. Und deswegen finde ich das toll, freue ich mich drauf. Dankeschön. Sie kennen das, 3 Begriffe kommen immer zum Schluss. Der erste Begriff ist Neujahrsvorsätze. Die habe ich nie, deswegen brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Ich lebe immer klimaneutral und klimabewusst, insofern brauche ich mir da nichts vornehmen. Dann kann man auch nichts falsch machen. Zweitens, Bärbel Höhn. Bärbel Höhn kämpft für die Grünen, für die Energiewende. Ich denke, ich kenne sie seit Jahren, sie macht das sehr wortgewaltig, was ich sehr gut finde und auch entsprechend die Bürger informieren darüber, was wirklich wichtig ist. Und ich denke, da brauchen wir sie unbedingt. China. Ein stark wachsendes Land, stark wachsende Volkswirtschaft, die einerseits einen enormen Energiehunger hat, auch nach Öl und Kohle und allen fossilen Energien, andererseits aber auch irrsinnig viel
investiert in erneuerbare Energien und in neue Techniken wie auch Elektromobilität, was man noch nicht so richtig weiß. Aber ich glaube, da passiert sehr viel, sehr dynamisch, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Kempfert, und ich bin davon überzeugt, wir sehen uns bald wieder. Ja, das hoffe ich. Vielen Dank. Dankeschön und danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist wieder in Berlin, die Schutzpatronin vieler Minderheiten in den letzten Jahrzehnten, ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Bis zum nächsten Mal.